Warte, das muss ich mal lesen. Da drüben ist auch noch was mit einer Kette. Ach stimmt, beim letzten Mal konnten wir uns hier auch gar nicht so wirklich umschauen, ne? Gebet an Frick. Gelobt sei Frick. Freigebige Frick, die der Welt ihr hellstes Licht schenkte. Den jungen Baldur, strahlender Gott, stolz der Asen, Odins Sohn und Erbe von Asgard. Lang möge sie ihn beschützen, lang möge er uns beschützen. Gelobt sei Baldur der Goldene, gelobt sei Frick, von allen geliebt, gelobt sei Allvater Odin. Es scheint, als wäre niemand, der sein Vertrauen in den Asen legte, nur unter uns. Ja, nicht wirklich, ne? Draußen poltert schon wieder, macht doch noch mehr Krach da draußen. Warum auch nicht? Wer ist er denn? Warum hängt er hier rum? Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. Was? So klang es in meinem Kopf. Chauli. Mhm. Möchte mich vorher noch ein bisschen umschauen. So, irgendwo hier soll ein Schatz rumliegen. Sei bereit! Lass ihn in Ruhe! Hat sich gerade geheilt? Ein bisschen viele hier, ne? Ja, die sind alle nur noch Opfer. Fortschritte. Mhm. Lies vor. Seither Niedings über jeden Eindringling. Was? Ein Seither-Fluch. Seither Niedings. Aber wir sind hier eingeladen, oder? Ja, hoffentlich. Wir sind, glaube ich, beim letzten Mal von hier gekommen. Ne? So, hier muss irgendwo ein Schatz rumfliegen. Auf der Seite da drin. Irgendwo hier. Ne, warte, wie sah die Karte aus? Ziele war das, ne? Hier, warte. Ziele. Tot und aufgebläht, Schildkröten. Ja, links von ihr, irgendwo am Weg. Also irgendwo hier. Ich gehe voraus. Nee. Irgendwo hier. Irgendwo hier muss ein Schatz sein. Schätzelein, hier muss ein Schatz sein. Ich sehe ihn gar nicht, hä? Links von ihrem Kopf. Da sind die Steine. Hier. Hier ist der Weg. Hier. Irgendwo hier. Ich sehe es überhaupt nicht. Ich sehe auch nichts. Also schon, nee, das können wir noch nicht aus Versehen aufgehoben haben. Irgendwo hier soll das sein. Da. Ah, direkt neben dem Unkackstein. Diese
Verderbensstein. Stein, der nach Energie hungert und sie bei Kontakt absorbiert. Begehrt und gehortet von Zwergen. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Lebensentzugsschadenseffekten. Gefunden in Schatzkarten versteckt. Okay. Noch. Stein der Frostmeisterung. 15% mehr Frostschaden. Monaten. So, das da haben wir. Bleibt das hier noch? Was steht da? Ja! Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Odin. Sie mag Odin wirklich nicht besonders. Nein. So, geh erstmal hier hoch, ne? Können wir uns hier mal umschauen. Direkt hinter dir. Fast tot. Wenn du willst, schieße ich beim nächsten Mal mehr Pfeile. Was hat denn? Lass uns die gegen was tauschen. Artefakt. Geil. Oh, hier ist Leben. Durch Runenmagie verschlossen. Hier knurrt irgendwas. Ist das die Schildkröte? Ich will es nicht hoffen. Ich will es hoffen. Hä? Oh, okay. Ich habe keinen Hinweis. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Hier, Junge. Ich kenne diese Runen. Das ist Windr. Wind muss zu der Sandschale da unten gehören. Okay. Hilft uns aber nicht bei den Runen. Die gleich sein oder so? Oh!
Ich hab... ehrlich gesagt keinen Plan, was die Kiste jetzt von mir will. Hier ist kein Hinweis auf irgendwas. Also so gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und das eine Ding ist ja umgefallen. Da ist ein B drinne. Ein nach unten liegendes B. Das liegt noch drin. Könnte auch noch oben links B sein. Da ist einfach unbedingt. Gibt's überhaupt nach unten liegendes B? Wahrscheinlich nicht. Dann verstehe ich's nicht. Könnte auch nach oben gerichtetes B sein. Hier noch ungerichtetes B. Ein noch ungerichtetes B. Also wir haben runter. Rechts. Links. Ich habe effektiv keinen Plan. Ich wüsste auch nicht wie. Ich weiß auch nicht, was die Dinger hier bedeuten sollen. Ich habe keinen Hinweis. Und egal in welcher Konstellation, das eine Ding ist ja so im Arsch. Und das hier bringt keinen Hinweis. Gehen wir mal runter. Lassen wir die Truhe hier erstmal Truhe sein. Da ich es gerade nicht checke. Ich offensichtlich zu blöd bin. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Ah! Wind. Mhm. Wind. Es ist was passiert. Jo. Das ist nur so ein Ding. Was hat das denn damit zu tun? Hm. Was denn jetzt? Ruhmbeschwörung. Beschwört ein Spektralhirsch, der beim Laufen zerstörerische Energie entlädt.
Wow. Ernsthaft? Das Ding ist absolut unbeeindruckend. Hä? Bin ich gerade Lebensenergie getankt? Also der ist jetzt da wieder zusammengebaut. Und der hier ist auf. Aber was bringt der denn? Ich verschieß nicht. Was bringen diese Dinger? Der eine ist jetzt auf. Hat sich jetzt bei den anderen da oben irgendwas getan? Kann ich nicht, oder? Hier nicht. Und hier auch nicht. Die müssen irgendwas mit zu tun haben. Aber was? Und wie aktivieren wir die? Zeit kommt Rat, würde ich sagen. Dann warten wir erstmal ab. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Da, wo wir damals mal hierher gekommen sind. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber wie gesagt, wirklich Zeit zum Umgucken hatten wir jetzt nicht. Ich habe auch so ein bisschen meine Zweifel, dass die Hexe auch da ist. Moment. Oh. Gesehen. Ein wenig Axilbär. Heißt natürlich, kommen wir so einfach wieder raus. Interessant. Hier gibt es viel nix. Und hier geht es nicht durch. Alles klar. Dann haben wir erstmal alles gesehen. Die Truhe weiß ich noch nicht. Wie wir die aufkriegen. Ich habe das Gefühl, diese komischen Kugeln haben damit irgendwas zu tun. Ich weiß aber nicht, was. Darum erwarte ich, dass wir es noch erfahren werden. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal rein. Gucken, ob die Olle da ist und hoffen das Beste. Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen! Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo! Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt! Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Mich interessiert doch nicht irgendwas mit den Pfeilen auf sich hat. Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt.
Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Freya. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Gern geschehen. Oha, der Mann ist sauer. So, was kann ich jetzt mit dem... Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre, urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Okay, was genau kann ich jetzt mit dem Kopf machen? Ich weiß, ich muss hier nicht lang, aber... wir haben hier ein verschlossenes Tor. Ich will es nur mal testen. Wahrscheinlich geht es jetzt noch nicht. Also die Göttin Freya. Interessant auf jeden Fall. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, wir haben noch was. Da hängt noch so ein Kopf. Okay, anscheinend nicht. Zum Fahrstuhl müssen wir, ne? Zum Fahrstuhl. Ja, so gut wie richtig. Ich wollte eigentlich aufhören zu spielen. Ach, jetzt wie. Atreus. Folge ich wissen, dass der Kopf kann. Ich war abgelenkt. Jetzt will ich wissen, dass der Kopf kann. Wo ist da? Ich wollte sagen, wo ist der Bub? Das heißt, höchstwahrscheinlich wird gleich der Wasserstand ein wenig sinken. Würde ich mal vermuten. Zum Horn der Schlange. Wir könnten jetzt eine Schnellreise dahin machen, ne? Ich glaube, das machen wir auch mal. Ich meine, das Tor ist hier mit Sicherheit nicht ganz umsonst. Die Frage ist, kommen wir hier später auch wieder mit dem Schiff her? Die Schlange hat sich bewegt. Hat aber den Weg hier hinten noch nicht frei gemacht. Okay, warum liegt die jetzt hier? Wir würden jetzt mit dem Schiff von hier fahren und dann hier hinten rauskommen. Aber wir können auch eben schnell reisen. Einfacher. Geht ein bisschen schneller, auch wenn wir jetzt wieder einmal im Kreis rennen müssen. Wir können uns dran zulegen. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen, Zauber? Mimir?
Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Ist der etwa kaputt? Was ist hier? Wir springen. Wirklich? Oh je! Was? Wie, was, wohin? Blöde Idee! Hä? Ich wollte nur gucken, was da ist. Ja. Man sollte besser nicht vom Weg abkommen. Ernsthaft? Ich bin gestorben? Aus Dummheit? Na, jetzt wird's ja lächerlich. Von Kratos, Alter. Oh, wir springen oder so. Oh, einfach rauf und weg. Wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Hm. Ist der Wasserstand gesunken? Nee. Noch nicht. Wo ist denn der Kopf? Der müsste irgendwo darauf liegen, ne? Bewegt hat sie sich auf jeden Fall. Aber der Wasserstand ist noch nicht gesunken. Okay, dann einmal nach oben. Wo wir mit der Schlange quatschen. Quatschen. Hallo? 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 Jetzt. Na, jetzt. Mach doch. Kratosius. Was ist los mit dir? Mit der Weltenschlange sprechen. Hallo? Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Okay. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Ethnio von Gu. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen.
Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Alter, diese verfickt große Schlange ist scheiße beeindruckend. Oh. Vor allem, wenn die quatscht und alles. Boah. Hallo. Hehe, bitte friss mich nicht. Jörmungandr. Die Weltenschlange erstreckt sich über alle Gewässer Midgards. Vielleicht ist nur sie groß genug, um Thor zu besiegen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir sie getroffen haben. Nachdem ich jetzt gehört habe, wie Mimir in seiner alten Sprache mit Jörmungandr gesprochen hat, frage ich mich, ob ich das auch lernen kann. Okay, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen hier hinten hin, alles klar. Okay, wir können Orte erkunden. Neue Orte vor allem. Hier waren wir schon. Also jetzt müssten wir rein theoretisch nochmal alles weitestgehend hier auf dem Fluss abklappern. Die Frage ist hier auch der Wasserstand gesunken? Rein theoretisch müsste er das gemacht haben. Sprich, wir müssten da dann auch nochmal hinschippern. Und hier ist jetzt auch Durchgang. Und es gibt neue Orte. Boah, ich habe noch Gänsehaut. Pfui. Die Frage ist jetzt natürlich, der Wasserstand ist gesunken. Dadurch auch der Anleger. Interessiert mich natürlich, kommen wir in den Tempel noch irgendwie weiter rein? Also wir müssen jetzt nochmal... Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Wir sehen uns selbstverständlich um, mein Junge. So wie es sein muss. Aber leider nicht mehr in der heutigen Aufnahme, denn es ist nach 4 und wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann kriege ich Mecker. Ich würde sagen, mit diesem Bild hier drehe ich mich einmal um und schreie. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und für mich in der nächsten Aufnahme. Ich werde mal meine Gänsehaut verarbeiten von dieser scheiß großen Schlange. Boah, die ist echt hart beeindruckend, wirklich. Also es ist echt Nervenkitzel, weil wenn die von einer Sekunde auf anderen sauer wird, dann ist Hackfleisch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei God of War und... Bis zur nächsten Folge und nächsten Aufnahme. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss, Freunde.